Sehr verdächtig, oder? Meinst du, Herr Mörsch hat das Bild gestohlen und unter seinem Bademantel versteckt? Du, ich weiß nicht, hält man so einen Bademantel? Ja, aber wir können doch nicht einfach hingehen und fragen, Entschuldigung, dürfen wir mal sehen, was wir mit dem Bademantel haben? Aber schon merkwürdig. In letzter Zeit hat er oft versucht, ein Bild von mir zu kaufen. Na ja, und weil es nicht klappte, hat er eins geklaut. Zwei Tee, bitte. Sofort. Der freie Stuhl da, beim Ehepaar Mörsch. Ja? Gib ihn um, wenn du den Kaffee servierst. Sie haben aber Tee bestellt. Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Du gibst ihn um, klar? Und was sagt der Chef dazu? Im Auftrag vom Chef sollst du ihn ja umkippen. Na gut. Und dann? Na, dann sind wir da. Das ist ja nicht mehr deine Sache. Dann gehen. Ich verstehe das zwar nicht, aber ich tue es. So ist es. Ein pflichtbewusster Angestellter fragt nicht, er folgt den Anweisungen. Dankeschön. Oh Gott, das ist doch nicht wahr, Herr. Haben Sie keine Augen im Kopf? Verzeihung. Nicht zu fassen, alles geht schief. Hast du ihm denn nicht gesagt, dass es auf den Bademantel ankommt? Nein, warum denn auch? Ich konnte doch nicht an, dass Mörsch den Bademantel vom Stuhl nehmen. Sagen Sie mal, wollen Sie den Stuhl und das Geschirr nicht wenigstens wieder aufheben? Nein. Was heißt nein? Sie sehen ja, alle Hände voll. So was? Verzeihen Sie bitte vielmals. Ne? Merkwürdiges Personal haben Sie, das muss ich schon sagen. Na ja, das kann schon mal passieren, ne? Ja, darf ich Ihren Bademantel wieder über den Stuhl? Nein, warum? Wollen Sie den Stuhl noch mal umwerfen? Nein. Konntest du das Zeug nicht wenigstens aufheben? Du hast gesagt, das ist nicht mehr meine Sache. Antonio, es kam auf den Bademantel an. Und wie soll ich das wissen? Hä? Ein pflichtbewusster Angestellter fragt nicht. Er folgt den Anweisungen, ja. Wenn Herr Mörsch das Bild gestohlen hat, dann wird das in seinem Zimmer aufbewahren. Und da werden wir es finden. Auch wieder wahr. Und warum sind wir da nicht eher drauf gekommen? Das geht nicht, Chef. Ich protestiere. Ich folge blöder Anweisung, weil sie vom Chef kommt und dafür werde ich angeschissen von Ihrem Sohn. Hat Ihr Sohn das Recht, mich zu rügen? Nein, dieses Recht hat er nicht. Wenn Sie jetzt Ihren Sohn nicht rügen, in meiner Anwesenheit, kündige ich. Also gut. Michael, ich rüge dich. Ist in Ordnung, Chef. Zu lange an der Bar waren, eine ganz gefährliche Übung. Nach vorne, runter, 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 runter. Und hallo, Tom. Hallo. Hat dein Vater dich für die Zeit, die ich hier bin, nicht freigegeben? Ja, sicher. Nur konnte er nicht ahnen, dass zwei Kellner, der Gepäckträger und zwei Zimmermädchen ausfahren. Ich kann auch nicht zuschauen, wenn es in allen Ecken brennt. Morgen sieht es sicher wieder besser aus. Und links! Ausgezeichnet und noch einmal. Vor und zur Seite. Dann zurück. So, und locker, 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 locker. Hey! Na, mein Schatz, hast du dich schon ein bisschen eingelebt? Ab übermorgen arbeite ich bei Kroll, dann ist es zu spät. Wozu zu spät? Um deine Einstellung zu ändern. Wieso sollte ich die ändern? Soll ich vielleicht unter Verfolgungswahn leiden, so wie du? Deine ganze Psychose ist doch nur so zu erklären. Du kannst die nicht vergessen, weil du ihn noch liebst. Wen? Na, den Kerl, den dir Carmen angeblich ausgespannt hat. Ist das jetzt eine Eifersuchtsanwandlung von dir? Nein. Aber sollte dir zufällig sein Name und seine Adresse wieder einfallen, lass ihn doch kommen. Schick an ihn, nicht mich. Vielleicht spannt ihn dir Carmen ein zweites Mal aus. Du bist gemein.
bös und gemein. Keine Bange, meine Liebe. Da liege ich in der Rangliste weit hinter dir. So, da bin ich wieder. Du kannst drauf in die Rezeption. Eine Tüte Chips, bitte. Ja. Danke. Schön, Senor. Natalie hat Langeweile. Wirklich? Ach was. Habt ihr es hofft? Nein, so kann man das nicht sagen. Wie könnte man es denn sagen? Es ist alles okay. So schlimm wie bei denen ist es aber nicht, oder? Nein, so schlimm nicht. So, ich gehe jetzt ins Hotel hoch. Tschüss, bis nachher. Ciao. Sì, sì. Comprendo. Adios. Na, Nathalie, du siehst ja so traurig aus. Hast du was? Nö, was soll ich denn haben? Hast du dich mit Frank gezankt? Ach, mit Frank kann man sich doch gar nicht zanken. Sag mal, ist das ein Vorwurf? Ich weiß nicht. Er ist immer so schrecklich ausgeglichen, jedem gegenüber. Man merkt nie, ob er jemanden mag oder nicht. Nie verliert er die Kontrolle. Als er dich mag, das weiß ich. Er hat dich doch hierher gebracht. Wird er das tun, wenn er dich nicht mag? Vielleicht macht er es aus Dankbarkeit. Wieso das denn? Sein Bein ist wieder okay durch die Operation meines Onkels. Schöne. Ei, wei. Was ist denn? Da gab sich doch schon wieder die Seele aus dem Leib. Na, damit werde ich wohl immer rechnen müssen. Hm? Womit? Na, dass andere dich auch ganz gerne ansehen. Hm. Hoffentlich muss ich sie nicht eines Tages mit dem Messer abmurksen, nur um sie dir vom Leib zu halten. Ach, Quatsch. Wann wird denn endlich mein Zimmer gemacht? Bis eben stand das Schild bitte nicht stören dran. Glaubst du selbst nicht? Hast du es umgedreht, um mich zu provozieren? Da hätte ich viel zu tun. Und warum machst du es jetzt nicht? Weil ich jetzt Pause habe. Sonst noch Fragen? Ja. Weißt du, dass ich hier Gast bin und mir diesen frechen Ton verbieten kann? Du kannst viel. Mir zum Beispiel den Buckel runterrutschen. Das wirst du bereuen. Das glaube ich nicht. Was ist denn hier los? Sie lehnt es ab, mein Zimmer sauber zu machen. Ich habe das Zimmer nicht gereinigt, weil das Schild bitte nicht stören an der Tür hing. Und jetzt habe ich Pause. Sie lügt! Tag. Schönen Tag noch. Dankeschön. Danke. Familie Mörsch ist eben gegangen. Na dann, nichts wie los. Kommst du mit, Lisa? Natürlich. Wieso? Denn wir wollen doch nicht stehen. Frank ruft an, falls Sie zurückkommen. Ah, gut. Lasst alles so liegen, wie es war. Sonst merken Sie was. Na, natürlich. Auch zwischen die Wäsche gucken? Na, sicher. Auf dem Präsentierteller werden Sie das Bild ja nicht gelegt haben. Was machen wir, wenn wir es finden? Mitnehmen. Mitnehmen? Einfach so? Na ja, sicher. Es wurde dir ja gestohlen. Die sollen froh sein, dass wir das nicht der Polizei melden. Schließlich ist das Kunstdiebstahl. Aber dann merken die doch, dass wir ja alles durchsucht haben. Na und? Glaubst du, dass sie uns deswegen
Anzeigen? Na komm, komm, guck mal unter der Matratze nach. Da muss Carmen das Bett nochmal machen. Wenn schon. Wo sollen wir denn noch suchen? Im Koffer zum Beispiel. Das ist allerdings dann auch unsere letzte Chance. Ja. Schau dir das an. Eine Badematte. Handtuch. Noch ein Handtuch. Ein Badelaken vom Pool. Ein Messer. Zwei Teelöffel. Drei Schnapsgläschen. Aschenbecher, auch von uns. Und eine Espressotasse. Alles hoteleigen. Aber kein Bild. Ja, kein Bild. Aber das dürfte ja wohl reichen. Packen wir wieder alles in den Koffer. Ist das dein Ernst, Lisa? Ja. Ist doch alles geklaut. Muss ich dir vorrechnen, was wir Jahr für Jahr an Geld ausgeben, um geklauten Kleinkram wieder neu anzuschaffen? Nein, musst du mir nicht vorrechnen. Aber wir haben mein Bild gesucht. Entschuldige, Lisa, deine Bilder sind bestimmt viel wert. Aber eine Badematte kostet mich im Großeinkauf mindestens 2500 Pesetten. Und ein Handtuch fast ebenso viel. Und wenn wir das alles zusammenrechnen... Ist es so wertvoll wie der gemalte Kopf von Sarah Kroll? Ja, was machen wir jetzt? Ich schreibe mein Bild ab und du die Sachen hier. Na gut. Obwohl es gegen mein Rechtsempfinden ist. Moment. Ich habe eine Idee. Wie sieht die aus? Werdet ihr gleich sehen. Ein Salzstreuer? Was willst du denn damit? Psychologie. Wird sie verunsichern. Vor Schreck werden sie alles da lassen, was sie geklaut haben. Na schön, wie du meinst. Mir wär's lieber, ich hätte mein Bild gefunden. Hey, Carmen. Ja? Bist du sauer auf mich? Na, ich hab dir doch nichts getan, oder? Ich habe die Nase voll, verstehst du? Wieso? Schon wieder was passiert? Ja, sie schikaniert mich. Die Einzelheiten will ich dir ersparen. Sie ist ja deine Freundin. Nicht mehr lange. Ach, ich mach Schluss. Warum? Warum? Ist ganz einfach. Das brauch ich dir ja wohl nicht zu erklären. Nein, ich kann es verstehen. Aber gefallen tut es mir überhaupt nicht. Na, du hast doch nichts damit zu tun. Nein? Nein, jedenfalls nur indirekt. Du hast es ausgelöst, aber passiert wird es früher oder später so oder so. Du hast mir sozusagen die Augen geöffnet. Aber das wollte ich nicht. Das weiß ich doch. Na, du machst doch nicht so ein trauriges Gesicht. Du bist wund. Du wirst unglücklich und willst mich trösten. Na, wo sie dich daran dauernd tyrannisiert, na, das hast du nicht verdient. Moin. Das ist verrückt. Was? Ja, jetzt kann sie wieder sagen, ich habe dich weggenommen von ihr. Ja, das ist zu befürchten, dass sie das behaupten wird. Und wenn sie sich mal was in ihren Kopf gesetzt hat, dann bleibt sie auch dabei. Übrigens, ganz so unglücklich bin ich gar nicht darüber. Nein? Nee. So ein Schlussstrich hat auch was Erlösendes. Ich muss jetzt wieder arbeiten. Wir können ja ein andermal weitersprechen, wenn du Lust hast. Ja, gut. Das ist alles sehr merkwürdig, was? Findest du? Ja, schon. Wann sehen wir uns? Ich habe ab 18 Uhr frei. Also gut. Bis dann. Ja. Guten Morgen, Frau Krüger. Guten Morgen. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Soll ich Ihnen die Liege in die Sonne stellen? Nein, nein, bitte nicht. Ich vertrage die Sonne nicht mehr. Lassen Sie mich das doch machen. Wir haben Sie gestern Abend in unserem Sommerbad vermisst. Ja, ja, ich habe die Musik von meinem Balkon aus gehört. Warum sind Sie nicht runtergekommen? Sie hätten sich bestimmt sehr gut unterhalten. Ich mache mir nichts aus Unterhaltung dieser Art. Ist es so bequem? Ja, danke, sehr gut. Heute Nachmittag findet eine Fahrt nach Valdemossa statt.
Wäre das nicht was für Sie? Vielen Dank, Herr Lindemann, aber ich möchte lieber allein sein. Falls Sie es sich trotzdem noch anders überlegen. Der Bus geht um 3. Ich lasse auf jeden Fall einen Platz für Sie reservieren, ja? Taxa, Lisa. Mhm. Kommst du? Ich habe eben mit Frau Krüger gesprochen von Zimmer 14. Ist irgendwie merkwürdig. Merkwürdig? Sie ist gern alleine. Nein, ich bin sicher, dass ich sie von irgendwoher kenne. Mir fällt aber nicht ein, woher. Frag sie doch. Ich weiß nicht. Nach einer Stunde, ja? Dann werde ich abgelöst. Michael. Ja? Du, vielleicht hat er das Bild geklaut. Oh, könnte durchaus sein, weil der ja ganz irre auf Sarah abgefahren ist, dass er gar nicht das Bild will, als vielmehr ein Andenken an Sarah. Genau, das habe ich nämlich auch gedacht. Oh, gute Idee, halt mal. Hallo, ihr beiden. Du störst, Michael. Ich bin doch nur auf der Fahndung nach dem Bilderdieb. Ja, könntest du nicht der Verehrer von Sarah gewesen sein? Meinst du den da drüben? Mhm. Ach, das glaube ich nicht. Außerdem, wir haben den Verlust verschmerzt. Das neue Bild wird viel schöner. Oh ja. Das ist genau der Blick, der mich bis in die tiefsten Träume verfolgt. Dieser abgrundtiefe, über alles irdische erhabene Ausdruck von Seele und Sinneslust. Trabe hinweg, Spinner. Oh, trabe hinweg, Spinner. Da setze ich mal zu einer tiefgreifenden Analyse und kontemplativer Betrachtung an und schon werde ich mit schnöder Trivialität verjagt. Das werde ich mir merken, ja? Nein. Nun glaubst du es mir wohl, dass sie mir damals schon den Kerl ausgespannt hat? Sie versucht es jetzt mit dir ja wieder. Nein. Wieso nein? Ich habe euch doch sitzen sehen, Händchen haltend. Willst du das etwa leugnen? Nein. Und es ist mein freier Entschluss. Was? Dass es aus ist zwischen uns. Diesmal kommt sie mir nicht so davon. Du wirst sie schön in Ruhe lassen. Na bitte! Sie hat dich ja schon eingefangen. Du betrügst mich mit ihr. Nein, das tue ich nicht. Aber deine verrückten Attacken, die haben mir die Augen geöffnet. Okay, ich gebe zu. Ich sehe Carmen jetzt anders als vorher. Und das ist ganz allein deine Schuld. Babo, das habt ihr ja prima eingefädelt. Nur habt ihr die Rechnung ohne mich gemacht. Ach du bist doch das Opfer deiner eigenen Hysterie. Du tust mir leid, Sabrina, aber ich kann dir nicht mehr helfen. Ich hab's lange genug versucht. Mach, dass du rauskommst. Ich mache mit dir Schluss, verstehst du? Nicht du mit mir. Ist mir auch egal. Hauptsache, dass Schluss ist. Was ist denn das? Keine Ahnung. Da scheint jemand durchzudrehen. Ida? Ja? Seit wann sammelst du solche Salzstreuer? Tue ich ja gar nicht. Du sammelst doch immer alles. Aber doch nicht sowas. Das ist ein Scherz von dir, was? Nein. Nein? Sag mal, soll ich schwören? Ja, wer hat ihn dann in den Koffer getan? Na du, wer denn sonst? Red keinen Quatsch. Ich weiß doch, was ich tue. Ja? Ich habe schon oft gedacht, dass du nicht mehr weißt, was du tust mit deinem Andenken sammeln oder wie du das nennst. All die Löffel, Badelaken, Aschenbecher. Das können wir uns doch alles selber kaufen. Das ist ein Sport. Aha. Dann solltest du vielleicht besser eine andere Sportart wählen. Tischtennis, Barrenturnen oder Federball. Doch, reg mich doch nicht auf. Solche Vorwürfe bringen mich nicht weiter. Wenn du es nicht warst und ich es nicht war, dann... Kennst doch nur jemand vom Hotel. Tja. Und ich stehe da als Dieb da. Das ist denkbar, ja? Ich oder du?
Das ist hinterhältig. Ja, eine bodenlose Gemeinheit ist das. Mit diesem Salzstreuer soll ich provoziert werden. Ausgerechnet ich, der großzügige Trinkgelder gibt und zu den Stammgästen gehört. Egon, kannst du mir mal sagen, was das damit zu tun hat? Das muss alles wieder weg. Die sehen noch mal nach. Das war so eine Art Test, war das. Ja, dann sieh zu, dass du es wieder los wirst. Ida, was soll ich denn jetzt machen? Ach, nun reg dich nicht auf. So schnell kommt man nicht ins Gefängnis. Reisen Sie ab? Sie haben es erraten. Wollten Sie nicht bis übermorgen bleiben? Ich habe es mir anders überlegt. Dann wünsche ich Ihnen einen guten Flug. Ich fliege nicht nach Deutschland. Ich fahre ins Parkhotel Kroll und trete dort meinen Dienst an. Ach ja, richtig. Sie sind ja die neue Empfangsdame bei Kroll. Ja, dann wünsche ich Ihnen einen guten Start. Robin? Ja? Komm noch mal. Sieh mal. Der Gast hat die Freundin von Michael gemalt. Frau Lindemann hat die Freundin von Michael gemalt. Das ist das Bild. Sie sucht es die ganze Zeit. Du meinst, der hat es geklaut? Ja, wie kommt es sonst hierher? Wo lag es denn? Unter den Zeitschriften. Ich rufe die Chefin an. Das Geklaute wieder loszuwerden, ist auch nicht ganz einfach, was? Guten Tag, Frau Lindemann. Guten Tag, Herr Mörsch. Wie geht es Ihnen? Oh, danke. Sehr gut. Schönen Tag noch. Danke Ihnen. Na, wo ist das Bild? Also doch. Es lag da unter den Zeitschriften. Also, ich mach da mal weiter. Ja, ist gut. Das hätte ich nie von Herrn Schulz gedacht. Macht so einen anständigen Eindruck. Wäschewagen, frische Wäsche. Na und? Wie kommt denn die da rein? Der Wagen war leer. Und jetzt? Zwei Handtücher, eine Badematte, ein Badelaken. Ist schon gut, Emilia. Ja, ja, nur wo kommt das Zeug auf einmal her? Sie überlegen doch nicht etwa, ob Sie das Bild mitnehmen oder hier lassen. Doch, Carmen, das tue ich. Ach, es ist mir so peinlich. Ihnen? Herrn Schulz muss das peinlich sein. Na, Frank? Wie geht's dir denn so? Wie soll's gehen? Alles bestens. Keine Probleme? Nein. Wo ist eigentlich Nathalie? Die ist nach Palma einkaufen. Ich habe das Gefühl, sie ist nicht besonders glücklich. Ach, wie kommst du denn darauf? Weißt du, ich sehe mehr, als du denkst. So, so. Ich habe auch das Gefühl, dass du über jede Minute froh bist, in der du Nathalie nicht sehen musst. Frank, du kannst ja sagen, dass mich das nichts angeht. Liebst du Nathalie? Papa, Nathalie lebt in Hamburg, ich lebe hier. Nathalie macht nächstes Jahr ihr Abitur und dann studiert sie. Ja, ich weiß das alles. Aber ist das eine Antwort auf meine Frage? Ja. Nein. Ich bin eben nicht so leichtsinnig wie Michael. Ach, was soll denn das wieder heißen? Ich denke weiter. Sag mal, wieso fragst du eigentlich? Kommst du in Nathalies Auftrag? Ach, Quatsch. Sie glaubt nur, dass du sie eigentlich gar nicht magst. Dass du sie nur, ja, weil ihr Onkel dir wieder auf die Beine geholfen hat, buchstäblich, dass du sie gewissermaßen aus Dankbarkeit. Nein, so ein Blödsinn. Ich kann eben nur nicht zu ihr sagen, dass das was wird mit uns beiden, für immer und ewig. Das kann ich zu dir auch nicht sagen. Dass jetzt was ist, das kann sie dir sagen. Und das möchte sie wahrscheinlich auch von dir hören. Oder fühlen, wenn es zutrifft.
Sicher. Ich bin eben nicht so stürmisch wie Michael. Ja, das musst du auch nicht. Aber wenn du was für sie empfindest, dann solltest du es ihr doch vielleicht sagen, oder? Ja. Also. So, ich muss jetzt noch zur Post kommen. Frau Krüger, ist Ihnen was passiert? Es war doch verdammt knapp. Sind Sie verletzt? Ich glaube nicht. Nein. Kommen Sie. Setzen Sie sich. Geht's? Ja, haben Sie mich denn nicht kommen hören? Ich war wohl in Gedanken. Sie sind wohl oft in Gedanken, was? Ja, das ist wahr. Ich kenne zwar Ihre Probleme nicht, aber es ist bestimmt nicht gut, Sie dauernd mit sich rumzutragen. Besonders im Urlaub. Ich mache ja keinen Urlaub. Nein? Was da? Man könnte es eine Reise in die Vergangenheit nennen. Reisen in die Vergangenheit können sehr schön sein, wenn man dabei nicht auf der Flucht vor der Gegenwart ist. Manchmal ist die Vergangenheit die einzige Heimat, die ein Mensch noch hat. Sagen Sie, Sie waren schon mal hier, nicht wahr? Vor 5,5 Jahren. In unserem Hotel? In Ihrem Hotel. Selben Zimmer. Es waren die glücklichsten Wochen meines Lebens, die ich hier verbracht habe. Dann hätten Sie nicht zurückkommen sollen. Glück ist nicht wiederholbar. Ich weiß. Ich wollte auch nur die Erinnerungen noch einmal lebendig werden lassen. Ich bringe Sie ins Hotel zurück. Ach, das ist ja nicht nötig. Doch, das ist nötig. Das nächste Auto kann vielleicht nicht rechtzeitig bremsen. Kommen Sie hier. Kein Interessent? Nein. Also, wenn ich dem Hotelboss vom Residenz heute telefonisch nichts zu sagen, kann ich es vergessen. Dann sag zu. Was? Sag zu. Du möchtest es gern, also tu's. Ich werde den Laden schon irgendwie los. Okay, dann muss ich aber natürlich mit Lindemann sprechen. Vielleicht lässt er mich so schnell nicht gehen. Dann frag ihn gleich. Dieses ewige Hin und Her hat doch gar keinen Zweck. Wir sehen uns nachher. Ja? Hey! Irgendwo muss die Rechnung doch sein. Ich muss euch mal sprechen. Jetzt nicht! Wo ist sie denn hier? Du siehst doch, was los ist. Ja, es ist immer was los. Ich hab sie doch eben noch gehabt. Wenn es danach geht, seid ihr nie zu sprechen. Ich muss euch aber sprechen. Ach, da ist sie ja. Also, was möchtest du? Erstmal eure Aufmerksamkeit. Also, bitte? Ich bin mir für die Hilfsarbeiten, die ich zu erledigen habe, langsam zu schade. Weiter? Ich will ins Management, in die Geschäftsleitung. Ich habe das gelernt. Du meinst also, du könntest Herrn Jasny ersetzen? Nach einer gewissen Einarbeitung, ja. Frank, sollen wir Herrn Jasny kündigen? Nein, wieso das denn? Werdet ihr denn jemals mit der Arbeit fertig? Na, also das ist ein anderes Kapitel. Außerdem wird Herr Jasny sauer sein, wenn ich ihm quasi zu verstehen gebe, dass er auf seinem Posten überflüssig ist. Und zwar mit Recht. Soll er vielleicht Rechnungen schreiben? Oder Bestellungen entgegennehmen? Außerdem haben wir mit ihm einen Vertrag. Und wann wollt ihr aus mir eine vollwertige Kraft machen? Bitte denkt drüber nach, ja? Es ist doch in eurem Interesse, wenn ich das leiste, was ich leisten kann. Hast du das gehört? Ja. Unrecht hat er nicht? Nein, nein, mir imponiert das auch irgendwie. Aber dass er so plötzlich aufmuckt. Außerdem, wie bringe ich das dem Jasny bei? Der fühlt sich ja bei uns wie zu Hause. Jedenfalls müssen wir uns das reiflich überlegen. Ach, die ist ja noch offen.
Müsste eine Mahnung geschrieben werden. Haben Sie einen Moment Zeit für mich? Aber sicher. Warum geht's denn? Ich habe ein Problem. Sie haben ein Problem? Ist ja ganz was Neues. Ja, und es fällt mir nicht leicht. Ich möchte kündigen. Ich weiß, das muss für Sie ganz überraschend kommen, aber zumal ich schon am nächsten Ersten... Am nächsten Ersten? Am nächsten Ersten? Ja, das Residenz auf Ibiza. Das ist auch eine Verbesserung für mich. Eine Verbesserung? Ja, ich hoffe. Ich weiß, es ist viel verlangt in der Hochsaison und so kurzfristig. Nein, das... Ja, das... Gut. Am nächsten Ersten? Was meinst du, Lisa? Ja, ich glaube, das ließe sich machen. Sie müssten es allerdings schaffen, Frank in den noch verbleibenden Wochen einzuarbeiten. Aber sicher, sicher. Es ist Ihnen wohl ganz recht, dass ich gehe. Nein. Das heißt, ja. Also, ja und nein. Bitte, Philipp, sind Sie doch so nett. Und schicken Sie Frank ins Büro, wenn Sie ihn sehen, ja? Zwei schlechte Nachrichten ergeben eine gute. Sehe ich das richtig? Ja, du. Es scheint so. Ach, da bist du ja schon. Also, Frank. Am Ende der Saison übernimmst du das Management. Was, wirklich? Tja. Natürlich arbeitet dich Herr Jasny noch ein. So gut das geht in der kurzen Zeit. Außerdem sind wir beide ja noch da. Aber bis dahin bleibt alles beim Alten. Papa! Mama! Ja! Herr Schulz, könnte ich Sie vielleicht einen Augenblick sprechen? Ja, bitte. Okay. Nehmen Sie doch Platz. Ja, danke schön. Haben sich die Nachbarn beschwert? Weil ich abends manchmal etwas laut Musik höre. Nein, die Nachbarn haben sich nicht beschwert. Ich beschwere mich. Sie haben ein Bild gestohlen. Ja, ich will es gerne bezahlen, wenn Sie erlauben. Ich hätte sie nie bestohlen, wenn ich nicht... Das Mädchen liebte. Die Freundin meines Sohnes. Ich musste es haben. Ich musste einfach. Ich stehle sonst nie. Es sollte ein Geschenk werden. Für die Eltern des Mädchens. Ich habe einige Zeit daran gearbeitet. Ich weiß, dass Sie mich jetzt anzeigen können. Vielleicht geben Sie es mir ganz einfach wieder? Ach ja, natürlich. Hier, bitte. Danke. Ich reise natürlich sofort ab. Ja, warum das denn? Das fragen Sie noch. Weil ich mich schäme. Ich möchte am liebsten in den Erdboden versinken. Sieht man mir das nicht an? Doch. Es ist mir auch nicht ganz leicht gefallen, Sie mit dieser Sache zu konfrontieren. Aber es kann ja alles unter uns bleiben. Ja? Ja, natürlich. Das Bild ist wieder da. Sie haben aus Liebe gehandelt. Und außerdem ist mir dieses Bild nicht sehr gut gelungen. Das zweite, das ich gemalt habe, weil dies weg war, das ist viel schöner. Ach, das Bild ist wunderbar. Ach, Sie sehen nur das Mädchen, nicht das Bild. Ja, vielleicht. Es ist mir noch nie passiert, dass ich so... Wenn Sie es bitte vor allem nicht ihr sagen würden, dass ich... Nein. Es erfährt niemand. Danke. Damit beschämen Sie mich zum zweiten Mal. Da Sie sich anscheinend so gerne schämen, beschäme ich Sie jetzt zum dritten Mal. Behalten Sie das Bild. Ich schenke es Ihnen. Ich weiß einfach nicht, wie ich Ihnen danken soll. Verlieben Sie sich in eine Frau, die nicht in festen Händen ist. Das sagt sich so leicht. Guten Abend. Guten Abend, wünschen wir Ihnen. Guten Abend. Danke, den werden wir haben. Wir gehen heute Abend mal ins Theater. Danke. Oh, Frau Krüger. Ich hoffe, Sie haben sich von dem Schock heute Nachmittag geholt. Ja, danke. Ich möchte meine Rechnung bezahlen, Herr Lindemann.
Ja, aber das hat doch Zeit. Sie reisen doch erst in 2 Tagen an. Ja, ich weiß, aber ich möchte es gern heute schon erledigen. Na, schön, wenn Sie unbedingt wollen. Bitte gehen Sie zu meinem Vater, der hat heute den Spätdienst. Ja, danke. Ach, Sie haben sich immer so viel Mühe mit mir gegeben. Aber das ist doch selbstverständlich, Frau Krüger. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja, ich Ihnen auch. Merkwürdig. Carmen hat Sie 3 Kleider geschenkt. Was hat sie? 3 Kleider hat sie ihr geschenkt. Na, sowas. Ich habe so ein komisches Gefühl wegen Frau Krüger. Du weißt ja, heute Nachmittag hätte ich sie beinahe überfahren. Ja. Sie lief mir direkt ins Auto. Also irgendwas stimmt mit der Frau. Morgen. Du hast aber auch schon mal besser ausgesehen. Das ist kein Wunder, es war eine lange Nacht. Aha. Ich war nach dem Theater mit Lisa noch tanzen. Ich bin hundemüde. Du solltest dir ein Beispiel an den Gästen nehmen. Die sind alle früh auf. Sogar Frau Krüger ist schon auf ihrem Morgenspaziergang. Ja, das ist ja schön. Was hast du gesagt, Frau Krüger? Ja, sie ist vor wenigen Minuten aus dem Hotel raus. Wohin ist sie gegangen? Das weiß ich doch nicht, hätte ich sie fragen sollen. Sie hat nicht mal auf mein fröhliches Guten Morgen geantwortet. Schien ein bisschen abwesend zu sein. Du, Papa, ich glaube, mit der stimmt was nicht. Wieso, was soll denn da nicht stimmen? Ihre Rechnung hat sie gestern Abend bezahlt. Eben. Was? Das getan? Ich habe mal irgendwo gelesen, jeder Selbstmordversuch ist ein Hilferuf, weil niemand wirklich sterben will. Da irren Sie sich. Der Tod ist keine Lösung. So kann nur ein Mensch reden, der noch nie verzweifelt war, der nicht weiß, was Einsamkeit ist. Hat es mit Ihrem Mann zu tun? Erinnern Sie sich an ihn? Du Schwach, es ist schon so lange her. Aber ich weiß noch genau, Sie waren damals sehr glücklich. Ist er gestorben? Ein Unfall. Ich habe versucht, ohne ihn zu leben, aber ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Sie können es. Sie müssen es nur wollen. Wofür? Ich habe 5 Jahre das vollkommene Glück erlebt. Und jetzt? Jetzt wartet nur noch das Alter auf mich. Die Einsamkeit. Wieso wissen Sie das so genau?
Sie wollen etwas wegwerfen, dessen Wert Sie gar nicht kennen. Natürlich wird Ihr Leben nie wieder so sein, wie es mit Ihrem Mann zusammen war. Aber trotzdem kann es doch wieder irgendeinen Sinn bekommen. Ich glaube nicht daran. Sie haben Ihren Mann doch nicht nur geliebt, sondern ihn auch als Mensch bewundert, nicht? Ja, sehr. Dann habe ich jetzt eine Frage an Sie. Hätte er zu dem, was Sie jetzt eben getan haben, ja gesagt? Nein. Nein, das hätte er nicht. Mein Gott, Max, wo warst du denn? Das erzähle ich dir alles später. Bitte kümmere dich erst mal um Frau Krüger. Ja, kommen Sie, Frau Krüger. Jetzt legen Sie sich erst mal hin und dann bringe ich Ihnen einen Tee. Geht's? Ja, ja. Warum hat sie es nur getan? Ihr Mann ist vor einem halben Jahr gestorben. Unfall. Und sie hat den Schock bis heute nicht verkauft. Vielleicht hat sie niemanden, mit dem sie darüber reden kann. Ja, vielleicht kannst du ihr helfen. Ich werde es versuchen. Mögen Sie eine Tasse Tee, Frau Krüger? Das wird Ihnen gut tun. Ich mache Ihnen so viel mehr. Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Sie müssen versuchen, darüber hinwegzukommen. Wie kann ich das? Mit diesen schrecklichen Bildern vor Augen, die ich nicht loswerde. Sie meinen den Unfall Ihres Mannes. Waren Sie denn dabei? Ich habe es mit angesehen. Ich stand auf der anderen Straßenseite und wartete, dass er zu mir herüberkommen würde. Auf halbem Wege wurde er von einem Auto erfasst, das bei Rot über die Kreuzung gerast kam. Oh mein Gott. Es ging alles so schnell. Ich begriff es ja gar nicht. Dann sah ich ihn auf der Straße liegen. Ich sehe es vor mir. Immer und immer wieder. Es ist hier drin wie eingebrannt, als gäbe es nichts anderes mehr in meinem Kopf. Sind Sie deshalb nach Mallorca gekommen, um zu vergessen? Ja. Ich dachte, dass hier die Erinnerungen an unseren ersten gemeinsamen Urlaub stärker wären. Aber es hat nichts genützt. Sie haben Furchtbares erlebt. Das braucht Zeit, um zu verblassen. Wie lange noch? Ich werde verrückt, wenn das nicht bald aufhört. Wenn ich nicht endlich eine Antwort finde. Eine Antwort worauf? Warum er auf diese Weise sterben musste. Warum? Eben noch hat er mir zugewinkt und gelacht. Und war das Leben selber und im nächsten Augenblick ist er tot. Und es ist nichts mehr von ihm da als eine leblose Hülle. Das ist so grausam, so vollkommen sinnlos. Als mein ältester Sohn damals verunglückte und die Ärzte mir sagten, er könne für immer gelähmt bleiben, da habe ich ähnlich empfunden. Sie haben einen gelähmten Sohn? Nein. Okay. Er ist wieder gesund. Jetzt. Aber damals, diese Ängste und die Zweifel und die schlaflosen Nächte, und da habe ich mich oft gefragt, was hat das Ganze für einen Sinn? Und wie sind Sie damit fertig geworden? Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, das hat mir geholfen. Besonders, was ein alter Freund meines Vaters zu mir gesagt hat. Und was war das? Das Leben, hat er gesagt. Das Leben hat nur einen einzigen Sinn. Gelebt zu werden, mit allen Höhen und Tiefen. Und wenn es wirklich einen Plan geben sollte, der dahinter steht, dann wird menschlicher Verstand ihn nicht begreifen. Und das hat Ihnen geholfen? Ja. Ich habe aufgehört, mich mit Fragen zu quälen, die niemand beantworten kann. Und das hat mir wieder Hoffnung gegeben. Worauf soll ich hoffen? Dass Sie irgendwann wieder in so einem Garten sitzen. Und es genießen, wenn Sie die Sonne auf Ihrer Haut spüren. Vielleicht lernen Sie auch einen Menschen kennen, der Sie liebt. Ach, es gibt so viele Gründe zu hoffen. Ich wünschte, ich hätte zu Hause jemanden wie Sie. Haben Sie keine Verwandten oder Freunde? Kaum. Wir lebten nicht sehr gesellig, mein Mann und ich. Wir waren uns immer selbst genug. Warum bleiben Sie nicht hier auf der Insel? Sie meinen für immer? Ja. Oder haben Sie einen Beruf, der Sie in Deutschland festhält? Nein. Vor meiner Heirat hatte ich eine kleine Boutique, so Strickmoden. Aber mein Mann wollte, dass ich es aufgebe. Ja, sowas können Sie doch auch hier aufmachen. Also, sowas habe ich überhaupt nicht gedacht. Meinen Sie wirklich, das wäre möglich? Bestimmt. Sie wären natürlich nicht reich mit so einem Laden. Aber leben können Sie davon allemal. Ja, aufs Geld kommt es mir nicht an. Ich habe ja die Pension. Wenn Sie Sorge haben wegen der Formalitäten, da kann ich Ihnen helfen.
Und bei der Suche nach einem Laden natürlich auch. Würden Sie das wirklich für mich tun? Ja. Was Sie brauchen, Frau Krüger, ist eine Aufgabe. Ein neuer Anfang. Und warum nicht hier anfangen? Sie haben recht. Dieser Ort ist so gut wie jeder andere, um von vorn anzufangen. Nein, dieser Ort ist besser. Hier haben Sie Freunde.